Gefühle, die da sind, die sich zeigen möchten, mit denen zu bleiben. Das ist Meditation. Heute erkläre ich dir, wie ich meditiere, was der Nutzen davon ist, ja, und wie du am besten anfangen kannst. Diese Frage habe ich nämlich vor kurzem bekommen. Wie meditierst du und wie kann man damit anfangen? Da kam noch eine weitere Frage, ich werde es euch einfach nur einblenden. Warum meditiere ich? Meditation dient dazu, dass wir achtsam im Hier und Jetzt sind. Im Alltag sind wir, gerade jetzt hier im Westen, die Menschen, die hier leben, oft, und nicht nur im Westen, mittlerweile ist es eigentlich überall, wir sind am Hetzen, wir haben immer irgendwas zu tun. Selbst wenn wir nichts zu tun haben am Wochenende, haben wir trotzdem irgendwas zu tun. Sei es, dass wir uns weiter informieren wollen, das nächste Buch lesen möchten, das nächste Seminar buchen möchten, einen Haushalt zu erledigen haben. Wir sind nicht wirklich im Hier und Jetzt, so wie es viele Tiere tun, die meisten Tiere, die einfach nur da sind. Wenn ich diese Schildkröte beobachte, was in mir hochkommt, ist, die Zeit hätte ich auch gern. Die hat nicht so eine lange Liste wie ich. Sie hat nicht so viele Dinge, um die sie sich kümmern muss wie ich. So, dieses achtsame im Hier und Jetzt sein, wie die Schildkröte, die ganz gechillt schwimmt, oder der Löwe, der da grast und ganz ruhig ist nach dem Essen. Ganz entspannt, da gibt es nichts zu erledigen. Einfach nur sein. Er denkt nicht nach, dass er nichts zu essen hat für die nächsten Wochen, sondern er chillt einfach. Und wenn er Hunger hat, geht er jagen ein paar Tage. Dann hat er halt erst nach 3 Tagen was zu essen und fertig aus. Meditation dient nicht dazu, um ruhig zu werden. Sie dient nicht dazu, entspannt zu sein. Genau das ist der Grund, warum so viele aufhören zu meditieren. Sie meditieren und werden noch hektischer und können gar nicht ruhig sein. Und jetzt stell dir das Bild vor, wenn du magst, dass du im Wasser stehst bis zur Brust und du hast ganz viele Bälle, Plastikbälle, also Wasserbälle, die du unter Wasser hältst. Das ist natürlich ein großer Aufwand, alle Bälle unten zu halten. Wenn du es loslassen würdest, würden sie alle nach oben ploppen und du hättest in deinem Becken, in diesem Wasserbecken, auf einmal ganz viel Freiraum. Es wäre leer. So ist es mit unseren Gefühlen und Gedanken. Wir drücken ganz, ganz viel runter, wir alle zusammen. Drücken und drücken und drücken und drücken. Die Trauer, die Wut über Dinge. Und das Interessante ist, es gibt genug Menschen, die so betäubt ist, dass man sagt, nö, also ich unterdrück da gar nichts. Warum kannst du nicht wirklich so viel Freude spüren? Warum kannst du nicht wirklich deine Wut zulassen? Ich habe keine Wut, ist doch alles gut. Ich denke, du weißt, was ich meine. Also viele Gefühle werden unterdrückt und aus der Vergangenheit Dinge, die wir in der Kindheit nicht verarbeiten konnten. Zum Beispiel durften wir nicht, oder viele durften nicht wütend sein und mussten es unterdrücken, weil wenn sie ihre Wut gezeigt haben als 3-jähriges trotziges Kind, dann gibt es vielleicht Strafen, dann gibt es Liebesentzug von Mama und Papa. So lieb Mutter und Väter sind, aber gerade 80er Jahre, 70er Jahre, 90er Jahre gab es kaum achtsame, bewusste Eltern, also in der Masse nicht. Da mussten Kinder artig sein, in Anführungsstrichen. Ansonsten war Mama und Papa nicht so begeistert. Und als Kind willst du immer die Liebe der Eltern haben. Selbst wenn die liebevoll sind, sie schreien dich nicht an, sie schlagen dich nicht. Aber du wirst immer die Liebe haben von deinen Eltern. Und wenn du siehst, dass wenn du jetzt wütend bist, es sie traurig macht oder dass sie das nicht mögen, dann unterdrückst du es, um zu funktionieren. Und diese Gefühle tragen wir dann bis in den Grab mit rein, wenn wir sie nicht verarbeiten. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinsetze, und die Stress und die Hektik und den Stress spüre, bleibe ich genau mit diesem Stress. So lasse ich diesen Plastikball nach oben ploppen. Ich drücke ihn nicht runter und sage, oh, und gebe dem jetzt nach. Also das heißt, ich gebe dem nach, ich halte den runter, hör auf zu meditieren, sondern ich bleibe mit diesem Stress. Warum hast du gerade Stress damit? Warum spürst du Stress? Und dann kommt natürlich ganz, 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 ganz viel, was hochkommt und was mein Körper dazu bewegen möchte, aufzustehen. Manchmal ist es so, dass in meinem Körper zum Beispiel so viel Stress ist, dass ich Sport brauche für den Ausgleich oder dass Meditation gerade nicht wirklich sinnvoll ist, sondern Musik anmachen und ein bisschen tanzen, Körper schütteln, wirklich im Körper bleiben, die Beine schütteln, die Arme schütteln, Dehnübungen machen und danach in die Meditation oder eine Runde joggen, ne, auf dem Laufband oder draußen. Und dann spüre ich, dass ich schon ruhiger bin. Diese Kampfhormone in mir, diese Flucht- und Kampfhormone, haben somit ein bisschen einen Ausgleich bekommen. Sie haben die Daseinsberechtigung bekommen, ausgelebt zu werden, und dann wird es ruhiger und dann kann ich mich konzentrieren. Das heißt, dann atme ich wieder, bleib bei mir, kann sein, dass ich immer noch ein bisschen Stress empfinde, bleibe mit diesem Stress und bleibe einfach mit ihm.
Und da kommen dann schon die Ängste hoch. Warum sind da Ängste? Weil der Stress mir sagt, ich soll Sachen erledigen. Und wenn ich sie nicht erledige, gibt es vielleicht Nachteile. Ja, was für Nachteile? Und mit all dem zu bleiben. Also ich spürte, Meditation ist nicht, so viele sagen, es ist dann einfach die Leere in den Gedanken, einfach nur alles leer. Kannst du erreichen, ja. Bei mir dauert es immer, bis ich das erreiche. Aber es ist auch Daseinsberechtigung für das, was in mir da ist. Die Gefühle, die da sind, die sich zeigen möchten, mit denen zu bleiben. Das ist Meditation. Und anstatt wieder hektisch zurückzugehen zu meinem Alltag, einfach erstmal nur die paar Minuten wahrnehmen, was in mir ist. Und so starte ich meine Meditation. Das heißt, bei mir ist es immer morgens, wenn ich im Bett liege. Ihr Lieben, jetzt habe ich kurz gestoppt, weil ich die Tür aufgemacht habe für die Kinder. Wo war ich denn stehen geblieben? Es ging ums Meditieren und wie du damit anfangen kannst. Also, wenn du spürst, dass du ganz hektisch bist, würde ich erstmal nicht meditieren, sondern in Bewegung gehen. Den Körper bewegen, tanzen, springen, Arme schütteln, Beine schütteln und gucken, dass du wirklich deinem Körper, weil wenn wir im Flucht-Kampf-Modus sind, also diesem Stressmodus sind, wo wir etwas umsetzen wollen und den Körper aber zwingen, ruhig zu bleiben, ist es kontraproduktiv. Da kannst du nicht meditieren. Du bist dann nur im Kampf gegen dich selber. Wenn wir aber den Körper bewegen und zeigen, wir können laufen, wir können jetzt springen, wir können tun, was wir wollen, sind wir nicht wirklich gefangen. Wir kämpfen nicht gegen uns selbst. Wir geben dem Raum und danach kann ich mich kurz hinsetzen, atmen und bei mir bleiben. Und dann fällt es dir viel, viel einfacher, also mir zumindest, entspannt im Hier und Jetzt anzukommen. Und wenn ich dann im Hier und Jetzt ankomme, es gibt Meditationen, die man, geführte Meditationen, eine kann ich euch unten verlinken, die kann man nehmen, oder einfach nur bleiben mit dem, was gerade hochkommt. Wenn ich jetzt bleibe mit dem, was hochkommt, ich gebe euch mal ein Beispiel von einem Tag, dann kann es sein, dass ich eine Schwere auf meinem Herzen spüre. Und dann bleibe ich mit dieser Schwere in meinem Herzen. Ich weiß gar nicht, warum die da ist, aber da ist etwas, was drückt. Und dann fühle ich rein. Ich sehe zum Beispiel eine dunkle Decke, die da drauf hängt. Atmen und dabei bleiben. Und da kommt vielleicht Traurigkeit hinzu. Ich weiß gar nicht, warum die Traurigkeit da ist, weil es ist alles gut. Aber ich bewerte sie nicht. Dann bleibe ich mit dieser Traurigkeit. Und wie am Anfang des Videos erklärt, diese ganzen Plastik-Wasserbälle im Bad oder im Swimmingpool, die wir versuchen runterzudrücken, Gefühle, die wir haben, die ploppen dann hoch. Und das kann manchmal sehr unangenehm sein. Das heißt, die Meditation ist nicht wirklich Leere und ruhig sein, sondern wahrnehmen, was ist. Und oft ist in uns ein Krieg, den wir nicht anschauen möchten. Wir wollen einfach nur meditieren und leise sein. Aber meditieren und leise sein ist das nicht, wie heißt das, nicht verurteilen unserer Gefühle, die da sind. Wie eben gesagt, manchmal spüre ich eine Trauer und denke ich mir, hey, warum bist du traurig? Guck dir mal die Leute an, die im Erdbebengebiet wohnen oder wo auch immer, dir geht's gut. Das ist wieder verurteilen. Da ist aber eine Traurigkeit, eine berechtigte Traurigkeit. Auch wenn ich gerade im Moment nicht weiß, woher sie kommt. Vielleicht ist es eine ganz, ganz alte Traurigkeit, die sich jetzt erst zeigt. Das ist Meditieren. So, wie gehe ich noch mit der Meditation um? Das heißt, ich meditiere nicht nur jetzt morgens ein paar Minuten und abends ein paar Minuten, sondern auch tagsüber, wenn ich laufe, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich Geschirr spüle, dass ich erstmal kurz wahrnehme, was fühle ich gerade. Und oft ist dann auch bei mir bis heute noch Stress. Ich spüre, wie sich in meinem Bauchraum etwas verkrampft. Und dann atme ich da rein, während ich das Geschirr spüle oder koche oder die Wäsche mache oder was auch immer, den Einkauf einräume, spüre ich in mich rein. Manchmal mache ich ganz kurz Pause. Tief ein- und ausatmen, weil ich kaum zu Atem komme. Ich merke, wie ich immer ruhiger werde. Dann mache ich meine Arbeit weiter. Ich spüre aber in mich rein. Gerade bei so monotonen Arbeiten, wo man nicht nachdenken muss, kann man sehr gut reinfühlen. Was ist denn da jetzt gerade? Spüre ich mein Herz? Spüre ich meine Schultern? Dann bleibe ich bei meinen Schultern. Die sind total verkrampft. Die fühlen sich gerade schwer an. Warum fühlen die sich denn schwer an? Bleib mal damit. Ah, weil ich das Gefühl habe, dass ich so viel zu tun habe und weil so viel Verantwortung gerade da liegt. Wie fühlt sich das an? Oh, so schwer. Und dann bleibe ich einfach mit diesem Anteil von mir, der sich gerade so erschöpft fühlt. Genau. Ich habe das jetzt hier, ich hoffe, es war jetzt keine Anleitung, ich habe mir auch keine Notizen gemacht oder so, sondern einfach frei Kopf erzählt und hoffe, dass es dem einen oder anderen helfen kann, dass Meditation nicht gleichbedeutend ist, dass du zwingend notwendig Leere oder ein Nichts oder ein ruhiges Gefühl erreichen musst. Meditation ist das achtsame im Hier und Jetzt sein und wahrnehmen, was in dir geschieht. Und wenn gerade in dir einfach ein Krieg tobt, dann ist es einfach der Krieg, den du gerade wahrnimmst, den du anschaust, den du beobachtest, den du nicht verurteilst. Und damit ist das Bewusstsein, was gerade beobachtet. Und wenn Bewusstsein etwas beobachtet, dann fängt die Schwingung, die so hektisch ist, an, sich zu entspannen. Die Verkrampfung, die da ist, im Krieg, im Innen,
fängt an, ein Stück weit zu entspannen, weil da ein Beobachter ist. Und das ist Meditation. So, ihr Lieben, dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag und bis bald zu einem der nächsten Videos.